Es ist wieder an der Zeit für die traditionelle, einfache, deftige, schnelle Familienküche. Für dieses saftige Reisfleisch braucht ihr nur einen Topf und ein gutes Stück Rindfleisch. Ich habe hier Gulaschfleisch vom Jungrind und es darf ruhig ein bisschen fett durchzogen sein. Es sollte nicht allzu mager sein, denn je fettiger das Fleisch, umso saftiger der Reis. Schneidet das Fleisch in mundgerechte Stücke, bei mir sind die ein bisschen kleiner als für Gulasch. Danach ist das Gemüse an der Reihe und zwar schält ihr die Karotten und die Zwiebeln und schneidet sie in kleine Würfel. Hier habe ich den Reis. Es klappt auch mit Langkornreis, aber ich verwende Rundkornreis, denn der hat den Vorteil, dass er nicht so schnell matschig wird und für Gerichte im Dampfdruckgerät bzw. Multikocher ist dieser besser geeignet. Dieser Reis wird jetzt gründlich gewaschen, bis das Wasser klar ist. So sieht es aus, wenn alles bereit steht. Der Reis ist gewaschen, das Fleisch und Gemüse ist geschnitten und jetzt geht's los. Ich bereite das Gericht in meinem Multikocher zu, also in einem elektrischen Dampfdruckgerät, weil das Fleisch wunderbar zart wird und es einfach am schnellsten geht, aber ich erkläre euch im Laufe des Videos auch, wie es im klassischen Topf funktioniert. Ich wähle erstmal die Stufe Anbraten und erhitze etwas Öl im Topf. Dasselbe macht ihr übrigens auch am Herd im klassischen Topf. Die Zwiebel- und Karottenwürfel werden kurz angeschwitzt und es folgt auch schon die Knoblauchpaste und die Gewürze, und zwar alle bis aufs Lorbeerblatt. Es folgen die Fleischstücke, kräftig umrühren und danach fügt ihr hinzu entweder Tomatensauce oder auch Tomaten- oder Gemüsesugo, je nachdem was ihr zu Hause habt. Zum Schluss alles mit Rinderbrühe ablöschen, kräftig umrühren und die Zutaten so hineindrücken, dass alles unter der Flüssigkeit schwimmt. Jetzt gebt ihr den Deckel auf den Topf, achtet darauf, dass das Druckauslassventil geschlossen ist und jetzt wird das Programm geändert und zwar verwenden wir hier die zweite Druckstufe und 25 Minuten. Für die klassische Zubereitung braucht ihr einen größeren Topf, erhitzt etwas Öl auf höchster Stufe und macht alle Schritte durch wie auch im Video, also alle Zutaten anschwitzen, Fleisch und Brühe hinzufügen und jetzt wird alles einmal kurz aufgekocht. Dann reduziert ihr die Hitze auf Stufe 4 bis 5 von 9 und kocht das Ganze 45 bis 50 Minuten. Es dauert also ein bisschen länger als im Multikocher. Ist der Multikocher fertig, den Dampf ablassen, Deckel abnehmen und jetzt kommt das Lorbeerblatt und der gewaschene Reis dazu. Das Lorbeerblatt kommt jetzt dazu, denn durch den Druck wird das Aroma verstärkt und wenn ihr Pech habt, dann schmeckt euer Gericht sehr stark nach Lorbeer. Es reicht also absolut aus, wenn ihr ihn jetzt hinzufügt. Darauf achten, dass der Reis sich unter der Flüssigkeit befindet, Deckel wieder draufgeben, Druckauslassventil geschlossen halten und jetzt wählt ihr die Stufe Reis und 12 Minuten. Ist das Gerät dann fertig, nicht sofort den Dampf entweichen lassen, sondern zunächst mal 3 Minuten warten. Beim klassischen Topf gebt ihr den Reis und das Lorbeerblatt dazu, wiederum einen Deckel drauf und schaltet das Ganze auf Stufe 4 von 9 herunter und kocht alles so lange, bis die Flüssigkeit aufgesogen und der Reis gar ist. Und so sieht's aus, wenn es fertig ist. Ihr seht, die Flüssigkeit wurde aufgesogen, der Reis ist weich und das Fleisch ist super zart und woran man das erkennt, seht ihr jetzt. Ihr schnappt euch ein Stück Fleisch und dann nehmt ihr ein Messer oder eine Gabel und berührt es nur ganz sanft. Und wenn es so schön zerfällt, dann wisst ihr, dieses Gericht ist perfekt. Ihr braucht keinen Druck ausüben und ihr müsst das Fleisch auch nicht schneiden. Das zeigt, ja, dass es gelungen ist. Ja, meine Lieben, das war's schon für heute. Ihr seht, einfache Zutaten, einfache Zubereitung, geht schnell. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen hoch gebt und ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok besuchen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.